Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, zweiter Teil, Konjunktion zwischen Merkur und Jupiter. Ein bemerkenswertes Horoskop, insbesondere wenn man sich gewisse aktuelle Schlagzeilen vergegenwärtigt. Die Weltbevölkerung könnte ab 2040 nicht mehr wachsen. Das ist bemerkenswert, ab 2040 erst. Also das ist für mich etwas unglaubwürdig, denn wir haben hier insgesamt 4 Halbsummen und 2 davon, nämlich Mars, Neptun, Venus und Venus, Saturn, Sonne, zeigen auf eine Schwächung bzw. Erkrankung der Zeugungsorgane. Also das heißt, hier in dem Horoskop geht klar hervor, dass sozusagen das Kinderbekommen sehr erschwert wird. Und wir sehen das ja auch. Spitze 5 des Haus steht im Löwen. Und Löwe steht für Kinder, für Fortpflanzung. Und das sehen wir im 5. Haus. Und so gut wie das gesamte 4. Haus steht auch im Löwen. Das heißt, hier ist die Bevölkerung voll davon betroffen. Auch hier sehen wir eine Auflösung der Fortpflanzungsfähigkeit. Also, ich meine, 2040, aha, naja, wahrscheinlich verstehen da einige irgendetwas von Astrologie überhaupt nicht oder wissen nicht, was da drinnen steht, oder sie müssen halt wieder Blendfeuergranaten abfeuern, aber das ist, glaube ich, der wahrscheinlichste Fall, denn wir haben hier Venus, Saturn, Sonne. Verzeihung. Und das ist eine ganz eindeutige Aussage. Venus, Herrscherin des 6. Hauses, Krankheiten, eingeschlossener Herrscherin des 12. Hauses, mysteriöse Auswirkungen dieser Erkrankungen, wenn es Krankheiten sind. Saturn, eingeschlossen in den Fischen im 11. Haus, als Herrscher des 10. Hauses, als Herrscher des 9. Hauses. Sehr spannend, diese Aussage. Also das heißt, wir sehen dann schon, von wem sozusagen diese Zeugungsprobleme ausgehen, wo die Ursache zu finden ist. In Saturn. Und Saturn ist ja sehr eindeutig positioniert. Aber wie auch immer, es geschehen insbesondere in den Medien Wunder und Merkwürdigkeiten, die uns, glaube ich, eher nicht interessieren. Wir sehen nämlich hier in Merkur, Jupiter Folgendes. Wir sehen hier unsere Heimatländer, den Euro, das Finanzsystem, die Wirtschaft, die Versorgung, unseren Wohlstand, ja, durch Merkur beherrscht, und Jupiter beherrscht das 7. Haus, internationale Verträge, Handelsverbindungen, aber auch bedingt durch Auseinandersetzungen im Osten. Und hier sehen wir das Thema Niedergang, Tod, Transformation. Also das heißt, wir erkennen hier den Niedergang der Handelspartner, ja, was für unsere Heimatländer und auch für den Euro und natürlich für den Wohlstand im Lande und das Wachstum fatale Auswirkungen hat. Weil wir haben ja diese Konjunktion auf Skorpiongraden im 12. Haus. Wir sehen hier nochmal das Thema 8. Haus über die Skorpiongrade. Wir haben ja vorhin festgestellt, Völkerschlacht bei Leipzig, 1813, also auf 18 Grad 13 Minuten. Und wir sehen hier gleichzeitig auch die Auflösung im 12. Haus, beziehungsweise zumindest die großen Unklarheiten, die große Ahnungslosigkeit. Und das 12. Haus bedeutet für mich auch natürlich immer hohe Sensibilität, hohe Empfindsamkeit. Und wir haben hier eine ganz merkwürdige Kombination, Alpha und Omega. Wieder ist der Anfang. Und Fische, nach einem Umlauf, ist das Ende. Alpha und Omega sind hier im 12. Haus miteinander verbunden. Also das heißt, alleine daraus erkenne ich, dass sich hier in zeitlicher Nähe sehr, sehr viel tut. Sehr, sehr vieles. Ja. Und wir sehen ja hier das Finanzsystem angesprochen. Hier, Ende April. Ende April sehe ich hier
das Finanzsystem angesprochen, ganz eindeutig. Ein Haus hat 36 Tage und das ist ungefähr gut. Das wird, vielleicht sind es, ich habe mal so gesagt, das sind 6 Tage, aber das kann weniger sein, weil das wird kein Sechstel jetzt sein von der Strecke her. Aber soll's von mir sein, ein bisschen früher, also sagen wir Ende April, ja, Ende April von mir ist 25. April. Egal wie es auch immer ist, wir sehen, dass sich hier im April auf dem Finanzsektor, ja, zweites Haus und achtes Haus ist hier angesprochen, zweites Haus Finanzen, Versorgung und achtes Haus Niedergang, Tod, Transformation, dass sich hier etwas auf dem Finanzsektor tut. Immerhin ist das auch der Hauptaspekt. Also das heißt, darum geht es. Also dieser Aspekt spricht meines Erachtens wieder das Thema Finanzen sehr stark an. Und wir sehen auch, dass das zweite Haus, das Finanzhaus, das Versorgungshaus, stark angesprochen ist, nämlich mit dem Mond. Und Mond steht nicht nur immer auch für die Bevölkerung, sondern in dem Horoskop steht er tatsächlich für die Bevölkerung. Wir haben Spitze, viertes Haus, mit 29 Grad, 38 Minuten, glaube ich, auf Vakuumgraden. Das heißt, wir sehen, die Bevölkerung löst sich regelrecht auf. Ganz, ganz spannend, gell? Womit das nur zusammenhängen könnte. Und wir sehen hier eine Konjunktion zwischen Mond und Mars. Das heißt, wir sehen hier große Emotionen, große Wut. Ja? Wer ist denn der Mars? Der Mars ist der Herrscher des 12. Hauses, aber auch eingeschlossener Herrscher des 6. Hauses. Wir erkennen in Mars Lüge und Betrug und Machenschaften auf dem Gebiet der Finanzen. Und wir sehen aber auch gleichzeitig, dass das Thema Krankheiten, was versucht verborgen zu werden, ja? Also dass man es einfach versteckt, weil man ja eine marode Bank nach der anderen aufkauft. Also das heißt, wir sehen, hier ist der Wurm bereits im System drinnen. Und wir wissen, Mars, so ein bisschen jetzt negativ ausgedrückt, ist ein bisschen der Haustyrann. Also das heißt, wir haben hier auch sehr stark schädigende Tendenzen für die eigene Heimat. Mars im Krebs. Ja. Gleichzeitig sehen wir auch, dass der Mond die Herrscherin des 3. Hauses ist. Und das heißt, hier wird eindeutig das Thema Wirtschaft, Handel und Industrie angesprochen. Naja, ich meine, wir hatten ja schon Wachstum und Versorgung hier im Hauptaspekt Merkur-Jupiter sehr problematisch angesprochen. Und das setzt sich in diesem Aspekt fort. Denn wir haben das 3. Haus, Wirtschaft, Handel und Industrie, im 2. Haus. Genauso wie Herrscher von 4 in 2. Das heißt, es muss mehr bezahlt werden, als man hat. Hier kostet der Aufwand der Wirtschaft sehr, sehr viel Geld. Und auch dort ist man natürlich nicht glücklich darüber. Auch dort ist man richtig wütend. Also wenn ich sehe, Herrscher von 4 in 2 und Herrscher von 3 in 2 in Konjunktion mit Mars, sagt mir das auch, dass die Bevölkerung sich das Leben nicht mehr leisten kann und dass die Wirtschaft auch nicht mehr die Standorte oder die Betriebe finanziell aufrechthalten kann. Also das heißt, die Firmen gehen den Bach runter. Das sieht man aus dieser Konstellation. Weiters sehen wir, weil Mars beherrscht ja das 6. Haus über den eingeschlossenen Herrscher oder über das eingeschlossene Sternzeichen Skorpion. Und hier haben wir wieder die geheimnisvolle Verbindung zu Pluto. Pluto hat einen Quinkungsaspekt und einen zweiten Quinkungsaspekt zu Mond-Mars-Konjunktion. Und das ist natürlich eine bemerkenswerte Sache, weil man natürlich hier auch einen Spiegelpunkt zum Mond wahrnehmen kann. Das heißt, wir haben den Faktor Leiden. Und Leiden aus dem 6. Haus herauskommend, Skorpion, kann auch schon mal mit dem Thema Tod zusammenhängen. Also ganz spannend, was hier so alles drinnen steht. Ja? Und dieses Thema, 6. Haus, Frostschutz, Krankheiten, das fällt den Stadtzipaten jetzt ziemlich auf den Kopf. Wir sehen Pluto, Spitze, 10. Haus. Und hier ergibt sich, weil ein Umlauf 434 Tage ist, ein Haus 36 Tage und ein bisschen was, haben wir für 3 Häuser 108 Tage. Und hieran berechnet, also kommen wir auf den
14. Juli, ungefähr 14. Juli, Mitte Juli, sollte für die, nicht die Julitant, sondern für die Stadt Sebaten etwas Bemerkenswertes sich ereignen. Wir sind schon gespannt, ein überschaubarer Zeitpunkt, das wäre, naja, April, Mai, Juni, dreieinhalb Monate, würde ich sagen. Dreieinhalb Monate, das werden wir dann noch erleben. Ja? Erleben. Also wir werden es erleben. Aber ob es gewisse andere überleben werden, das weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann das nicht sagen. Ich weiß nur, dass das hier schlagend wird. Mehr darf ich hier nicht sagen. Aber ich vermute, du weißt, was damit gemeint ist. Die Wut des Volkes. Na bitte, jetzt genau zum richtigen Zeitpunkt, würde ich sagen, weiter zum dritten Teil. Ende.